Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempelt. Ja, jetzt bin ich mal wieder im Video für euch da. Es war doch sehr viel los die letzten Wochen. Und habe euch nicht wirklich eine ganz neue Idee, nein, sondern ich habe gedacht, Mensch, ich finde diese Idee so toll. Wir gehen ja jetzt auf Ostern zu und das Stempelset gesegnete Ostern ist wunderschön. Wie ihr wisst, bin ich ja selber gläubig und dachte mir, ja, wieso machen wir nicht diese Karte, die im Katalog drin steht? Ich habe sie etwas abgewandelt, aber ich wollte einfach zeigen, wie diese Karte denn wohl hergestellt sein könnte. Also, werden wir auf jeden Fall basteln. So sieht meine Karte jetzt aus. Ihr seht, da gibt es so eine kleine Veränderung, was ich selber persönlich sehr gerne mag. Vielleicht könnte man die Spruch auch noch auf weiß stempeln. Das ist ja weiß eingefärbt, aber ich habe jetzt mal die Variante genommen. So, was mir auffällt, ich habe Amethyst genommen und ich vermute, dass dies Heideblüte ist. Zumindest wirkt es auf dem Foto so. Ja, dazu gibt es dann grünen Apfel und Olivgrün. Beides zusammen. Also da oben habe ich mit Olivgrün erst gestempelt und dann mit Apfelgrün die Blätter ausgemalt. Und oben habe ich nur mit grüner Apfel gestempelt und auch ausgemalt. Also ganz leicht kann man den Unterschied sehen. Es ist etwas dunkler, da ist es etwas heller. Und da probiere ich einfach mal beide aus. Und ja. Ich habe ein paar Mal nachgestempelt und deswegen wirkt es jetzt dunkler, aber nicht ganz so dunkel wie unten. Aber ist trotzdem wunderschön geworden. Ja, die kleine Taube habe ich gestempelt mit Olivgrün und die Segenswünsche in Amethyst. So, innen drin, ja, habe ich auch was reingestempelt. Sieht fast so aus wie auf dem Foto. Leider ist mir da etwas passiert. Aber ich habe gedacht, da habe ich so einen Strich mit drauf gestempelt. Da dachte ich, mache jetzt einfach noch ein Blatt mit dran. Ja, man könnte es auch noch so ein bisschen verbinden. Ja, genau. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze hergestellt wird. Der eine oder andere weiß es bestimmt, aber es ist ja nicht immer ganz so einfach. Oh, ich sehe gerade, ich wollte dieses Olivband noch mit reinsetzen. Ah, das kann man dann ja bei der anderen Karte noch machen. Genau, da sieht, finde ich, sieht gut aus. Passt sehr schön dazu. Okay, was wir ja natürlich auch noch brauchen, ist dieses wunderschöne Gitter. Ah, da habe ich es. Gibt es ja auch noch ein paar. Das sind jetzt vom Rosenspalier. Ist noch nicht ganz ausverkauft, also da könnt ihr auf jeden Fall noch was bekommen. Deswegen und ja, ist einfach ein tolles Teil dazu. Dann werden wir jetzt mal basteln. In Flüsterweiß als Grundkarte im Katalog war das. Oh, genau, dieses, oh, das Grün. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, welche Farbe das ist. Das ist die neue Farbe Lindgrün. Genau. Und da ich nicht so viel davon hatte, habe ich gedacht, ich mache keine ganze Klappkarte davon. So wie es im Katalog ist. Ne? Da ist er dann auch noch wieder auf weiß noch mit drauf geklebt. Da habe ich gedacht, Mai, dann klebe ich einfach das Lindgrüne auf meine Grundkarte, meine flüsterweiße Grundkarte. Und das bereiten wir uns jetzt vor. Unsere Karte. Ein A4-Blatt. Was ich immer direkt mache, ich arbeite gleich schon für zwei Karten das aus. Das heißt, ich brauche ja meine Falzlinie und halbiere dann meinen Blatt. So, mir das andere an die Seite legen. Aber das habe ich dann schon vorbereitet.
Bei dem Video hat man ja automatisch immer schon zwei Karten. Eine, die ja schon fertig ist, und die andere, die wir basteln. So. Das ist das. Das zweite, da habe ich noch gar nichts von erzählt, ist natürlich dieses Papier. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Das kommt aus unserem Designerpapier im Block Holzdekor. Jetzt schaue ich mal, welches das war. Da gibt es ja verschiedene. Nein, das ist es nicht. Das könnte es sein. Ist es aber auch nicht. Nee. Oh. Ja, du. Dachte ich jetzt schon bereit, ihn, aber. Er hat so ganz bestimmte Punkte da drauf, das Papier. Ach, dann legen wir es mal aus. Da hatte ich irgendwie noch 3-4 Stück von. Dachte ich zumindest. Vielleicht bin ich auch falsch rum. Ja, das ist es. Genau, da ist es. Ah, also war es einfach noch falsch rum. Mal die anderen beiden gleich mal raus. So. Das werden wir uns auch noch zuschneiden. Da ist dieser Streifen, das kann man nur ganz eben sehen, aber er ist da. Und damit er diesmal ganz drauf ist und leichter zu erkennen, schneiden wir gleich mal da entlang. Ich habe die Karte, die ich oben drauf gesetzt habe, genauso groß wie meine. Im Karte also 10,5. Und da oben 15, also 14,59. Also das ist ja immer so ein Millimeter Spielraum und halb. So, jetzt gucken wir mal, ob die drauf passt. Ist ein Hauch größer, aber das lassen wir jetzt. Dass das Weiße nicht unten rauskommt. Und die müssen wir jetzt gleich bestempeln. Und dazu ist Lindgrün. Ich habe die auch etwas kleiner gemacht, dass es direkt da drauf geklebt werden kann. Habt ihr mehrere Möglichkeiten, entweder ein Flüssigkleber, da ich das ja nicht weiter brauche, mal das schon aufkleben. Jetzt werden wir das Teil stempeln und ich habe das vorbereitet und ich habe ja die Karte auch schon gefertigt mit meinem Stemperatus. Den Abstand habe ich schon vorher festgelegt. Man kann es immer noch mal kontrollieren. Macht es, schaut, ist es jetzt richtig oder nicht. Da ist es ein bisschen rüber, so dass ihr da wirklich
mittig seid. Ja. Okay. Darüber. Kontrollieren. Noch ein bisschen. Bin ich ein bisschen zu weit rüber. Ich hatte vorher ein etwas größeres Papier. Genau deshalb ist es so. Und dann habe ich sie nachhinein geschnitten. So, da nehme ich jetzt mal Olivgrün. Wirklich dafür. Da habe ich noch das alte Stempelkissen. Werde ich demnächst mal austauschen. Alles auch eine Frage der Kosten. So. Hier hinten muss man ja immer ein bisschen mehr drücken als vorne. Jetzt gucken wir mal. Ja, können wir nochmal nachstempeln. Und es ist ja immer wieder praktisch, dass das so geht. Jawohl. Jetzt drehen wir uns das einfach um. Und kontrollieren mal. Wenn euch der Abstand etwas zu weit ist zwischen den beiden, dann kann man es auch nochmal rüber und ein bisschen runtersetzen. Schon schöner Stempel, wunderschöner. Und die Karte ist auch wirklich wunderbar. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch die. So. Mal da nochmal vielleicht ein bisschen drauf machen. Ist etwas schwächer. So, genau. Das ist soweit fertig. Jetzt habt ihr natürlich auch da mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt euch gleich die Stempelfarben und malt es aus mit Hilfe von einem Aquapainter. Oder wenn ihr das ist das, was ich am schnellsten gerade zur Hand hatte, meine Aquapainter. Meine ganzen Stifte sind verpackt. Und ich habe ja am Wochenende wieder einen Workshop. Schon ein bisschen vorbereitet. Eigentlich sogar noch von meinem Stand. So. Okay. Ich habe bis jetzt mal, sage ich, an einem Tuch dran.
sauber gemacht. Noch die Blätter. Bisschen Wasser nimmt nicht zu viel Wasser, dann wird das Papier ja ganz weich und dann darf ich gut mit weiterarbeiten oder ihr müsst es halt trocknen lassen. Aber so habt ihr dann aber auch mehr Farbe, auch weil der Untergrund ist das braun und doch ein bisschen dunkler ist, aber es geht ja auch so ganz gut. So eine Haube über die Linie ist, finde ich jetzt gar nicht, persönlich nicht so schlimm. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Etwas perfekt zu machen, ist ja auch gar nicht so einfach. Die Frage ist, was ist perfekt? Für ihn ist was anderes perfekt. So, dann müssen wir es gleich schneiden, ausschneiden. Etwas, ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür wunderschön. Wirklich eine ganz tolle Karte, wer auch immer die gefertigt hat, irgendeine Demo. Legen. Eine schöne Idee gehabt. So, jetzt geht's ans Schneiden ran. Man kann natürlich auch voll durchschneiden oder einfach so an einer Ecke anfangen. Und dann schön entlang. Kleine Entspannungs- und Geduldsübung. Habe es ja bei mir auch meistens auf dem Workshop. Aber nur wer freiwillig das machen möchte. Manchmal habe ich auch schon geschnittene Sachen da liegen. Aber ich finde das immer ganz angenehm, wenn man sich mal in Ruhe einfach nur hinsetzt. Und was ausschneidet. Man hat mir dann gesagt, oh Simone, du lässt uns gerne ausschneiden, damit du auch ein bisschen Ruhe hast zwischendurch. Ja, das kann so sein. Das muss aber nicht so sein. Aber klar, es ist dann für alle aber ruhiger. Da ja auch nicht so viele Maschinen habe. Man dann einfach wechseln, mal macht man das eine, mal das andere. Und etwas ruhigeres oder dann steht man nicht unnötig Schlange. Ja. Wie weit ihr das auch immer schneiden möchtet. Also ich habe das jetzt war so ausgeschnitten, auch bei dem anderen. Ich wollte das Papier noch ganz lassen und gedacht, vielleicht kann man das noch mal für was anderes verwenden. Ist aber so etwas aufwendiger. Aber gut. Wir haben ja gleich schon die Hälfte.
Und das Video könnt ihr euch ja auch einfach vorschieben, wenn ihr mein Ausschneiden nicht die ganze Zeit beobachten wollt. Man schmeißt es leichter von unten, je nachdem wie der Boden ist. Man schneidet ihn wieder einfacher von oben. Schön, oder? Doch einfach toll aus. Allein schon so sieht es besonders aus. Aber wir wollen natürlich noch das Gitter darunter setzen. Das ist einfach eine Karte, die ich da so hatte. Und die nimmt ihr euch. Also ein Viertel von A4. Ist euch schon aufgefallen, meine neue Matte unten drunter, ich habe mir die jetzt mal gekauft, weil ich das Gefühl habe mit dem Papier, das ist so kompliziert gewesen, ständig rutscht es durch die Gegend, wenn ich mal die Big Shot genommen habe. Genau, und diese Matte ist wunderbar, da bleibt sogar auch die Big Shot stehen. So, meine zweite Platte, durch habe, das ist 10,5 breit, ein Viertel ja von A4. Ja. Das geht schon von alleine weg. Ja, nehmt ihr euch Teil zu Hilfe, die Bürste und Schaumstoff. So. Ja. So. Meine Karte hat ja nur eine bestimmte Breite und es soll ja nicht drüber hergehen. Ja? Deswegen genau diese Breite. Okay. Einmal. Und noch einmal. Kleinen sind noch nicht raus. Mal gucken wir mal. Ja. Und wenn das dann nicht unbedingt so leicht geht, dann am besten eigentlich immer so eine Nadel da rein drin haben. Am besten mehrere. Geht ja schnell mal verloren und man könnte dann ganz einfach nur mal nachhelfen.
geht dann schneller. So, das also ist ein Teil unserem. Und jetzt möchte ich die beiden ja darunter legen. So. Ich habe das jetzt hier an der Stelle übereinander gesetzt. Jetzt gucken wir mal, ich habe vorhin den Trombo nicht genommen, weil er nicht mehr so viel dran ist, aber damit wären wir nicht glücklich. Okay, jetzt werden wir uns die Teile zusammenkleben. Dann nehmen wir uns das hier zur Hilfe. Weil da wird es ja nachher so angeklebt. Also, damit die Teile übereinander kommen. Ja. So, ein bisschen. Und dann setzt ihr das jetzt aufeinander. Da ist ja der Kleber. Ich bin ja auch ein Experte. Hab das ja genau andersrum drauf gemacht. Ach ja. So. Egal. Jetzt. Und deswegen diese Breite, die ich da ja vorher schon festgelegt habe, seht, damit es auch wirklich da drauf passt. Den Kleber auch direkt dahin machen, wo das da reinkommt. Auf der anderen Seite habe ich ja schon Sprungkleber drauf. So. Jetzt habe ich an der Stelle da unten habe ich diesen Bogen reingemacht. So. Was übersteht, das müssen wir nachher wegschneiden. So. Wenn es da jetzt nicht so klebt, da kann man dann nochmal nach und aufmachen und so ein bisschen dran machen. Okay. So, da unten auch. Okay, da sieht man es nämlich nicht. Und da guckt es jetzt was raus. Das schneiden wir uns jetzt mal weg. Gedacht, das würde jetzt genau passen, aber irgendwie war es dann doch nicht ganz passen. So. Das Teil sieht so einfach schon wunderschön aus. Ne? Unsere Karte dazu. Da nehmen wir dann die Dimensional. Mini oder auch die anderen. Und wir sind ja das meine Lieblinge. Die Minis. Macht ihr euch dann dazwischen einen rein. Damit es nicht noch höher geht, sondern passend. So. Ich habe jetzt nur in den unteren gemacht. Dass wir das jetzt auflegen, man kann es dann noch mal ein bisschen verschieben, da nichts rauskommt. So,
nur noch unter Spruch drauf. Also ich habe bei dem, habe ich ja diesen gewählten. Und da habe ich jetzt mal wie in unserer in unserem Katalog war ja mit den gestickten. Ich habe jetzt nicht so viel Band genommen. Könnt ihr auch gucken, wie viel ihr dafür nehmen wollt. Könnt ihr auch ein paar Mal hin und her binden. Ich habe jetzt einfach mal nur ein bisschen genommen. So schräg abschneiden. Und das klebt ihr euch da drauf. Ja, weil es fällt ja nachher nicht mehr auf. Da kommt ja das andere auch noch mit drauf. Und Ostergruß. Den Ostergruß wollte ich noch in weiß machen. Mal Papier. Schieben wir dann mal hoch. So, jetzt müssen wir mal gucken in dem Stempelblatt. Oh, da ist ja gar nicht drin. Ach ja, den haben wir ja auch schon benutzt. Setze mal hier rein, habe ich rundherum ein bisschen Platz. Aber mir persönlich gefällt der gebogen, geschwungene besser als mit dem. Mal stehen mal her. Schauen, ob das das Maß ist. Ich glaube, das ist das. Oh Gott. Schaut einfach mal rein, was am besten da drum rum passt. Da gibt es zwei, die da am besten passen. Vielleicht noch eine Nummer kleiner. Aber ich glaube, die passt ganz gut. Einmal zack, fertig. Jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Mit dem Weißen. Vielleicht wäre ein grünes Band dann ganz schön dazu. Oder? Schon unterschiedlich, ne? Mit dem. Ich mache es jetzt einfach. So. Da ist das dann. Hab gesehen, ich habe da noch zwei drunter, fackelt halt so ein bisschen. Deswegen diese Reihe. Da so eine Schleife noch hinmachen. Vielleicht 20, 30 cm. Ich komme jetzt noch da drauf. Habe ich wieder dieses Band genommen. Ich wollte nicht, dass es so ganz viel absteht, aber so ein bisschen. Mache ich ja immer mit diesem Abreißklebeband. Ganz so hoch dann wie bei den Teilen. Ah! Ist schon fertig.
ein Stückchen drunter. Ah, da ist er noch an meinem Finger. Da ich noch Pinzette, aber so geht's auch. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust, die Karte nachzubasteln. Wie gesagt, nicht meine Idee. Und eine Kollegin hat die gemacht, aber es ist wunderschön geworden. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und kommt bald wieder. Am Wochenende gibt es einen wunderschönen Blog-Hub. Da könnt ihr viele tolle Frühlingsideen sehen. Klar, wir starten, glaube ich, am Freitag um 8 Uhr. Genau, okay. Ja, dann bis bald. Hier wart ihr bei Simone Stempelt. Und natürlich könnt ihr auch bei mir die Produkte bestellen. Alle gibt es ja alle noch. Und ich habe auch direkt an dem Freitag, am 29. könnt ihr bis abends bestellen, bis 22 Uhr. Da gebe ich dann meine letzte Celebration Bestellung raus. Genau, dass es nicht zu eng wird, habe ich gedacht, lieber 2 Tage vorher, weil sonst gibt es ein paar Sachen ja dann auch nicht mehr. Sind ja schon welche weg, aber damit man wenigstens noch die, die da sind, bekommt. Okay, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ja, hier bei Simone Stempelt mit dir.